Ah, hier sind wir wieder. Die Mountainbiker hier den Weg kaputt gefahren haben. Das ist so ein Kinderlager. Hier werden Kinder ausgebildet. Haben die Hütte beschädigt, hier wahrscheinlich eingetreten. Wenn ihr was klappern hört, dann ist es hier die Insta360, die habe ich schon mit drauf gepackt. Leute, ich glaube, ich habe doch noch was gefunden. Hallo Natural Conigo Zuschauer, heute nehme ich euch auf eine Trail Scouting Tour mit und eigentlich ist das die Fortsetzung von meiner letzten Trail Scouting Tour mit dem E-Bike. Wer das Video noch nicht gesehen hat, findet einen Link in der Videobeschreibung oder in der Infobox. Heute bin ich aber mit meinem Enduro unterwegs, habe mir wieder mit Komoot eine Tour geplant. Also es geht wieder in die ähnliche Richtung, allerdings sehen wir heute was ganz Neues, weil ich da zwei Hügel anfahren möchte, wo ich Trails vermute. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber meinen neuen Fahrradcomputer, den Sigma ROX 11.1 Evo vorstellen. Den habe ich von Sigma zum Testen bekommen, habe den jetzt schon auf einigen Touren gefahren und möchte euch den mal vorstellen. Ich habe hier das Black Sensor Set und mit dabei ist der Fahrradcomputer selbst, wiegt 55 Gramm und ist wasserdicht nach der Klassifizierung IP67. Mit dabei ein Ladekabel USB-C, eine Lenkerhalterung und hier so kann ich den Lenk auf einen 35 mm Lenker klemmen. Mit diesem Gummiteil, was hier reinkommt, kann ich auf 31,8 Lenkerklemmung gehen und mit den hier auch auf 25,4. Mit dabei ein Speed-Sensor, den man an der Narbe befestigt. Also man braucht keinen Gegenkontakt an der Gabel oder am Rahmen. Das befestigt man einfach mit hier so einem Gummi, je nachdem welchen Durchmesser die Narbe hat. Finde ich sehr, sehr praktisch. Das misst dann noch ein bisschen genauer als GPS. Wenn man das nicht nutzen möchte, kann man das Gerät auch einfach, also die Geschwindigkeit einfach mit GPS auslesen. Und man hat hier auch ein Trittfrequenzmesser, der an die Kurbel kommt, auch wieder ohne Gegenkontakt am Rahmen. Wird auch mit diesen Gummis befestigt. Falls es da zu eng ist, so wie zum Beispiel bei meinem Enduro, kann man auch einfach den Sensor aus dem Rahmen rausnehmen. So. Sich zum Beispiel ein doppelseitiges Klebeband hier dran machen und dann an der Kurbel befestigen, dann ist das Ganze ein bisschen schmäler. Und mit dabei ein Pulsmesser. Sehr, sehr praktisch, wenn man halt so richtig am Trainieren ist und seine Werte auslesen möchte. Ich denke, für alle Rennradfahrer ist das sehr, sehr interessant. Das Krasse an dem Fahrradcomputer ist, dass er über 150 Funktionen hat. Und das kann man alles über die App einstellen. Also vieles kann man auch hier einstellen, aber über die App am Smartphone ist es natürlich viel bequemer. Ich möchte mit euch einmal kurz das Menü durchgehen, dann seht ihr schon, was alles dieser Fahrradcomputer kann. Das ist die Sigma Ride App. Hier ist mein ROX 11.1 Evo verbunden und in den Einstellungen seht ihr, dass man das Gerät auch mit Strava, Komoot, Training Peaks verbinden kann. Wenn wir hier drauf gehen, Sportprofile, dazu kommen wir gleich. Erstmal zu Geräteeinstellungen und hier ja, gibt es viele verschiedene Einstellungen. Was interessant ist, ist hier Smart Notifications. Wenn man das anhat, dann bekommt man auf dem Fahrradcomputer angezeigt, wenn man angerufen wird oder eine WhatsApp oder ein E-Mail bekommt und man kann es am Fahrradcomputer selbst ablesen. Weiter unten haben wir hier noch Sturzerkennung und wenn das aktiv ist und alles eingerichtet ist, wenn man stürzt, wird dann diese Person benachrichtigt. Hier kann man auch seine Blutgruppe und Medikamente eingeben und verschiedene Notfallkontakte hinzufügen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem und zwar die Sportprofile. Ihr seht, ich habe hier vier Sportprofile, Mountainbike, E-Bike, Training, Enduro. Man kann sich 20 davon einstellen und bei jedem Profil kann man sich ganz individuelle Einstellungen machen. Ich habe hier zum Beispiel eingestellt, dass ich alle 30 Minuten informiert werden möchte auf dem Fahrradcomputer, dass ich was trinken soll. Also dann kommt eine kurze Meldung. Essen kann man sich hier einstellen oder Benutzer definiert. Irgendwelche Meldungen kann man sich hier selbst generieren. Verschiedene Einstellungen und man kann diese Profile auch, wenn man verschiedene Bikes hat, für das jeweilige Bike einstellen. Bei jedem einzelnen Profil kann man sich den Fahrradcomputer individuell zusammenstellen in den Trainingsansichten. Wenn ich hier draufklicke, also zum Beispiel so sieht mein Fahrradcomputer aus, also auch mit den Farben. Man kann hier die Farben selbst bestimmen. Moment, so, die Farben selbst bestimmen, welche Farbe das haben soll. Ich habe das jetzt hier rot gemacht. Da wird die Geschwindigkeit angezeigt, da oben Distanz, Uhrzeit. Das ist so mein erster Hauptbildschirm. Dann kann man noch hier
einstellen, wie das ausschauen soll hier. Seite 2 habe ich hier meine Navigation eingestellt, die Geschwindigkeit und die Uhrzeit. Seite 3 habe ich hier so meinen körperlichen Werten angelegt. Und Seite 4 habe ich hier Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, wie viel ich bergauf, wie viel ich bergab gefahren bin. So kann man sich jedes Profil individuell einstellen. Ich habe den Sigmarox 11.1 Evo jetzt schon bei einigen Touren getestet. Und wie ihr wisst, bin ich ja kein Spezialist für Fahrradcomputer. Also ich habe in der Vergangenheit jetzt auch nur 3 andere Fahrradcomputer gehabt und habe halt deshalb nicht so große Vergleichswerte und kann halt nur aus der Erfahrung sprechen, die ich mit diesen Geräten gemacht habe. Und der Sigma gefällt mir sehr gut, weil er schön klein und dezent ist, wiegt nur 55 Gramm, für mich als Grammfuchser sehr wichtig. Was mir besonders gefällt, ist dieses farbige Menü und dass man sich über die Sportprofile verschiedene Menüs selber aufbauen kann. Bei dem Sigmarox 11.1 Evo muss man aber erwähnen, dass es eher ein Trainingscomputer als Navigationsgerät ist. Und da ist auch ein Punkt, der mir nicht so gefallen hat. Und zwar, wenn man am Navigieren ist, hat man immer nur eine einzige Strecke, die angezeigt wird. Also keine Seitenstraßen, keine anderen Abzweigungen. Und wenn man jetzt auf eine Gabelung kommt, wo die Wege ziemlich parallel nebeneinander laufen, passiert es schnell, dass man auf den falschen Weg kommt. Nach ein paar Metern bekommt man eine Meldung, dass man auf dem falschen Track ist, beziehungsweise sieht man, dass der Weg sich woanders jetzt gerade aufbaut. Und wenn man dann wieder zurück auf den richtigen Track ist, bekommt man auch wieder ein freundliches Piepen, dass man wieder richtig ist. Das so auf jeden Fall als Negativpunkt, aber wie gesagt, ist dieser Fahrradcomputer eigentlich zum Trainieren. Und dafür gibt es noch mehr Funktionen, die ich jetzt noch nicht ausprobiert und genutzt habe. Also man kann da die Workout-Funktion nutzen und verschiedene Trainings für sich definieren. Ganz wichtig noch zu erwähnen, über die Kamera habt ihr jetzt gesehen, dass das Bild von dem Fahrradcomputer immer so ein bisschen am Flackern ist. Das ist nur über die Kamera so. In echt flackert da nichts. Und wenn ihr mehr Infos zu dem Fahrradcomputer haben möchtet, findet ihr einen Link zu der Herstellerseite in der Videobeschreibung. Und wir starten jetzt mit der Mountainbike-Tour zu unseren heutigen Zielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Dabeisein und los geht's. So, ich habe jetzt die Hälfte des Weges schon geschafft und ich fahre den gleichen Weg wie auch bei meiner E-Mountainbike Trail Scouting Tour, so ein bisschen auch für mich, für den Vergleich meiner Kondition oder gesundheitlichem Stand. Und gesund bin ich auf jeden Fall schon seit einigen Tagen wieder. Also ich huste auch nicht mehr. Oh, ihr hört es auch meiner Stimme, ich höre mich normal an. Und jetzt halt für mich so ein bisschen die Frage, ob meine Kondition gelitten hat in den letzten 3-4 Wochen, seitdem ich krank war. Und denke ich, das werde ich im Laufe des Tages noch spüren. Ja, das Wetter hat ziemlich schön angefangen, war sonnig, warm. Jetzt hat es hier oben, also zumindest hier oben, ist es sehr, sehr windig und kalt. Deswegen muss ich jetzt mal eine Jacke anziehen und dann geht es weiter. Das ist ein richtiger Dschungel hier. Da habe ich ja was entdeckt. Abchecken. Wer weiß, was es ist. Ein kleiner Trail. Hier sind wir wieder, die Mountainbiker hier den Weg kaputt gefahren haben. Das ist scheiße, gerade die E-Biker, also hier sieht man immer, das ist so ein Kinderlager, hier werden Kinder ausgebildet. Auf jeden Fall sind die extrem aggressiv und schreien rum. So Leute, schaut mal, da hinten ist die Burg, das ist ein Hügel. Und hier ist auch ein Hügel und bei der letzten Tour war ich da hinten auf dem Hügel. Da ging es einen Trail runter und gleich wird hier dann wohl der erste Trail sein. So, liebe Zuschauer, wir sind schon am ersten Ziel angekommen. Ich bin jetzt 24 Kilometer gefahren, 6,5 Kilometer habe ich noch vor mir. Denn es geht noch, also hier runter über einen Trail, hoffe ich, dass hier ein Trail ist. Dann rüber zu der Burg. Da einen Weg runter und dann nochmal weiter auf einen kleinen Hügel. Da ist dieser S2 Trail, da bin ich schon sehr gespannt, wie der ausschaut. Und ja, ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Pause machen, was essen
und dann geht's weiter. Und eigentlich dachte ich, dass ich hier diesen Weg schon mal gefahren bin, aber ich kann mich zumindest an diese Hütte oder an diese auf diesem Weg hierhin nicht erinnern. Deswegen könnte es sein, dass es doch etwas ganz Neues ist. Das werden wir gleich sehen. Ach, da sieht man's. Das ist der Trail, den ich letztes Mal gefahren bin, über die Felsen. Wirklich, solche Schweine lassen hier alles liegen. Schaut mal, haben hier gegessen, alles liegen gelassen. Na, hier haben die Hütte beschädigt, hier wahrscheinlich eingetreten. Was für Menschen gibt es auf diesem Planeten? Jetzt bin ich gespannt, was das hier für ein Weg ist. Wenn ihr was klappern hört, dann ist es hier die Insta360, die habe ich mal mit drauf gepackt. Dann checken wir den ersten Trail ab. Los geht's. Scheiße, Alter, das stört mich hier voll. Die Kamera. Das ist so bescheuert. Ich bin gespannt auf die Aufnahmen. Okay, da ging es aber auch rechts runter. Liebe Zuschauer, ich habe eine wichtige Frage an euch. Das heutige Video habe ich mal in 4K gerendert und mich würde interessieren, wie die Wiedergabequalität bei euch ist. Besser als sonst? Und teilt mir bitte auch mit, auf welchem Gerät ihr euch das Video gerade anschaut. Denkt aber dran, das Video auch in der Wiedergabeeinstellung auf 4K zu stellen. Danke euch! Oh, fast runtergefallen. Nochmal. Ja, ich weiß, falsche Richtung, aber wir nehmen jetzt doch mal den anderen Trail. So, dann fahren wir auch wieder von hier oben an. Oh, schwerer Gang. Bei der Gelegenheit aber nochmal abchecken, das ist der Hügel, den ich das letzte Mal runtergefahren bin. Also sieht man jetzt nichts weiter da drüben. Gucken, ob hier irgendwo kleine Wege zu sehen sind. Aber es schaut nicht so aus. Okay, gut, dann hoch. Die Spitzkehren hier waren extrem eng. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, die hochzufahren. Also ich wäre zufrieden, wenn ich es schaffe, wenigstens eine hochzukommen. So, hier ist die erste. Oh, aber es geht. Es geht easy. Ich könnte sogar hochfahren umsetzen, aber dazu fehlt mir dann ein bisschen die Kraft. Na, ich versuch's nochmal. Hier wird's steil. Oh. Und da kommt. Nein! Nein! Also das ist ja auch gegangen. Gerade jetzt, wo ich das Heck so hoch habe, das Hinterrad, wäre das gegangen. Puh, das geht ganz schön auf die Kraft. Mal gucken, ob ich von hier schaffe weiterzufahren. Hätte ich das Gleichgewicht nicht verloren. Ja. Naja, gut. So, hier sind wir wieder auf einem kleinen Pfad.
Ja, der war doch jetzt schön, einigermaßen. Zwei Stufen drin. Ganz schön eng, aber mit ein bisschen Schwung. Dann geht das. So Leute, ich bin jetzt weiter zu Fuß unterwegs, denn hier das Gelände darf man nur zu Fuß betreten. Mein Bike muss sich da vorne stehen lassen, aber da wird drauf aufgepasst. Und ja, das ist die Marksburg. Die kann man mit Führung auch innen besichtigen. Ich werde jetzt hoffentlich aber genug von außen sehen und genau, das schauen wir uns mal kurz an, bevor es dann weitergeht. Ja, viel gab es jetzt nicht zu sehen. Dafür muss man eine Begehung buchen. Dann kann man durch die Innenräume, da stehen Ritterrüstungen, alte Foltergeräte, erinnere ich mich noch. Also ich bin vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren bin ich da mal drin gewesen. Und schon interessant, da erklären die auch vieles und man sieht sehr viel, aber von außen ist da leider nichts, bis auf ein Restaurant auf der Terrasse. Also das war die Marksburg und ich bin eben hier diesen Serpentinenweg hochgekommen. Ist schön, aber jetzt auch nicht so interessant, dass ich jetzt nochmal runterfahren muss. Das Ding ist, normalerweise müsste ich da weiterfahren, laut meinem Navi. Da gab es nämlich noch eine Abzweigung auf die Philipsburg, dass ich da vielleicht um den Hügel drumherum komme, um auf den anderen Trail zu kommen. So, den Hinweg habe ich jetzt geschafft, 30 Kilometer. Ich bin jetzt aber ein bisschen anders gefahren, weil an der Burg hätte ich eigentlich vorbeifahren müssen. Da oben über einen Weg und dann wäre ich hier runtergekommen. Und das hier müsste der letzte Trail sein, den ich als S2 ausgeschrieben in der Trailskala gesehen habe. Und ich bin jetzt aber unten rumgefahren, über die Straße, werde jetzt diesen Weg hochfahren, hochschieben. Und dann fahre ich den einmal mit euch runter, wenn der interessant war. Und dann werde ich nochmal hier hochschieben und dann aber zurück Richtung zu der Burg, wo ich eigentlich hätte herfahren müssen. Zu den bisherigen Trails, also der erste Trail von dem ersten Hügel, den bin ich auf jeden Fall noch nicht gefahren, war aber auch nicht wirklich interessant. Es war auch nicht der Trail, von dem ich dachte, dass ich den fahren werde. Also was Neues gesehen, aber halt nicht so interessant. Trotzdem cool, die Uphill-Challenge gemacht zu haben, mit den Spitzkehren. Und der Trail von der Burg, den ich jetzt für euch ins Video mit reingenommen habe, war ja nur geradeaus, war nichts Interessantes. Aber auf dem Weg hoch bin ich halt so Serpentinen hoch. Da waren ganz, ganz viele Spitzkehren. Aber ich denke, das ist verboten, dort lang zu fahren. Und ich muss auch sagen, dass es jetzt nicht so interessant war. Also es war alles recht flach, die Spitzkehren zwar eng, aber dann ja halt keine Herausforderung oder nichts Spannendes. Deswegen habe ich das jetzt ausgelassen und bin jetzt direkt hier rüber. Trinkalarm, ich werde jetzt was trinken und dann hier weiter hochschieben. Es ist bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr steil. Ich bin gespannt, wie der Trail wird und wir sehen uns oben am Start.
Uiuiui. Geht auf jeden Fall hier links ganz schön tief runter. Leute, ich glaube, ich habe doch noch was gefunden. Ich bin jetzt den Trail nämlich wieder hochgeschoben und wollte jetzt wieder runterfahren. Hab mir den Weg hier mal angeschaut und zumindest bis hierhin schaut er gar nicht so verkehrt aus. Erst recht mit dieser Aussicht. Schaut euch das an. Ich glaube, heute bin ich hier an dem höchsten Punkt angekommen. Ich habe ja zwischenzeitlich nicht auf die Höhenmeter geschaut, aber hier habe ich jetzt doch ziemlich lange hochgebraucht, also ihr habt den Trail gesehen, den ich runtergefahren bin, den wieder komplett hochgeschoben, nochmal um die Kurve, noch weiter höher und ja, vielleicht haben wir hier doch noch einen coolen Trail, ich bin sehr gespannt. Bis jetzt mega fett. Okay, nicht so schnell. Könnten auch Fußgänger kommen. Wow. Also ich muss sagen, nicht schlecht. Der Trail ist richtig cool. So, liebe Zuschauer, ich bin wieder zu Hause mit 70,6 Kilometer in 7,5 Stunden. Also ich habe ja noch recht viel gefilmt, deswegen ist da einiges zusammengekommen. Und da oben dieses grüne SPI 129, das ist der Sigma Performance Index. Und soweit ich mich erinnere, heißt grün gut, nicht sehr gut, aber gut. Durchschnittliche Geschwindigkeit war 9,2. Dann am nächsten Bild haben wir hier Gesamtwerte. Da seht ihr auch das Höhenprofil. 1522 Höhenmeter bin ich rauf, 1549 runter, höchster Anstieg war 368 und Temperatur 22,2 Grad. Genau, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Tour, gerade auch, weil ich am Ende diesen Trail da gefahren bin, der hat wirklich Spaß gemacht. Die anderen drei, wo ich den letzten gefahren bin, also wo ich im vorletzten gefahren bin, dachte ich mir, okay, das war's, die waren alle drei komplett uninteressant. Und also gerade meine Ziele waren uninteressant, aber der Trail, den ich gar nicht erwartet habe, der letzte, der war richtig, richtig schön. Also
es hat sich gelohnt. Und zu meiner Fitness, das letzte Mal so eine lange Tour bin ich vor, ich weiß nicht, 8 oder 9 oder 10 Jahren gefahren. Das war eine 82 Kilometer Tour, erinnere ich mich. Und in den letzten Jahren, so als Beispiel, letztes Jahr bin ich 30, 40 Kilometer Touren gefahren. Und jetzt so als Vergleich fühle ich mich jetzt so, dass wenn ich jetzt eine kleine Pause mache, was esse, vielleicht ein bisschen meine Oberschenkel massiere, könnte ich locker noch 10, 20 oder auch 30 Kilometer fahren. Ich glaube, dann wird es aber sehr, sehr anstrengend. Und aber ich würde sagen, die Erkältung hat nicht an meiner Fitness gezerrt. Also ich habe keinen krassen Rückschlag erlitten. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre vor der Erkältung, wenn ich da eine Tour gemacht hätte, aber jetzt hat auch das Wetter mitgespielt, also es war nicht zu heiß, nicht zu kalt, optimal würde ich sagen, und deswegen hat alles gepasst. Ich bin sehr zufrieden und ja, ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen, und wie gesagt, mehr Infos zu dem Sigma ROX 11.1 Evo findet ihr in der Videobeschreibung, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein, ciao, ciao.